Hallo, ich bin's, Sophie. Die meisten Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, sind alle perfekt und übertrieben und da habe ich keine Lust mehr drauf. Deswegen drehe ich meine eigenen Videos. Viel Spaß mit meinem heutigen Video. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal nicht um Haushalt, Kochen und Ernährung, heute geht es um unsere Katzen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde jetzt Folgendes machen. Wir haben 4 Katzen. Das erzähle ich euch mal kurz. Wir haben 4 Katzen. Einmal Layla, die ist gerade 11 geworden. Blende ich euch vielleicht das Bild kurz ein. Dann haben wir Lilly, die wird dieses Jahr 7. Und Kasi, der wird dieses Jahr 6. Und wir haben noch unseren Leo, den haben wir im August aus dem Tierasyl geholt. Der ist schätzungsweise 10 Jahre alt. Und jetzt bin ich dann endlich mal auf die Idee gekommen, wir haben ja einen Balkon, wie ihr seht, dass wir einfach mal ein Stück Rasen den Katzen anbieten, weil der Kasi, das ist ein Drin-Draußen-Kater, der ist uns damals zugelaufen und war es auch gewöhnt rauszukommen. Das finden wir auch ganz schön. Aber bei den anderen, da trauen wir uns das halt auch nicht. Und dann sehen wir natürlich immer, wenn der schön draußen im Garten liegt, auf der Wiese, und dann denken wir immer, ach schade, unsere hier oben haben das nicht. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, wir sehen jetzt einfach selber Rasen aus auf dem Balkon. Die Frage ist aber wie. Ich habe als erstes eine Unterbettkommode gekauft, die habe ich bei Action gekauft, die kostet knapp 6 Euro. Eine ist mir kaputt gegangen, das war jetzt nicht so tragisch, die haben wir jetzt als Testobjekt benutzt, das zeige ich euch gleich. Dann habe ich gedacht, damit sich das Wasser nicht staut, da habe ich so Hydrokultur geholt, diesen Blähton. Den gibt es bei Amazon, das verlinke ich euch auch. Der ist 8 bis 16 mm groß, das zeige ich euch gleich auch noch. Und natürlich die Erde. Da ich jetzt nicht wusste, welche ich nehmen soll, ich war gerade im Aldi, habe einfach die Blühpflanzenerde mitgenommen und fertig. Wir probieren das jetzt aus. Rasen hat ja, denke ich, gar nicht so große Ansprüche. Und natürlich brauchen wir auch Rasensamen. Hier habe ich jetzt den Schattenrasensamen genommen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ich das mache. Und vielleicht rennen die Katzen ab und zu mal zwischendurch. Das werden wir dann sehen. Die sind ja neugierig. Okay, dann lege ich los. So dürfte es gehen. Das war jetzt gar nicht so einfach, die richtige Einstellung zu finden. Auf dem Balkon habe ich ja noch nicht gefilmt. Also, ich fange jetzt an. Sage euch erstmal alles, was wir brauchen. Wir brauchen zum einen diese Unterbettschublade. Diese ist mir ja kaputt gegangen. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also haben wir die als Testobjekt zum Bohren benutzt. Wir müssen natürlich Löcher reinmachen. Wie ihr seht, wenn man normal bohrt, rutscht man schon mal ab und hat dann so Risse. Das möchten wir natürlich nicht. Dann habe ich mit meinem Mann erstmal ein paar Bohrer ausprobiert. Letztendlich benutze ich jetzt einen 6er Holzbohrer. Der funktioniert ganz gut. Und damit die Löcher nicht ausreißen, haben wir dieses Panzerklebeband drauf gemacht. Das funktioniert ganz gut. Und ich zeige euch das jetzt, wie das funktioniert. Das ist der Heilebehälter. Wir haben jetzt das Panzerband. Ich zeige euch das mal von Weitem. So verteilt, immer an den tiefsten Stellen des Behälters. Und zwar sind hier Wölbungen. Und einmal in der Mitte geht es auch nochmal nach unten, damit sich das Wasser nicht staut. Dann haben wir schon mal Punkte aufgezeichnet, wo ich die Löcher bohren möchte. Das mache ich jetzt gleich. Und lass das dann im Schnellraffer laufen. Das muss man ganz langsam und vorsichtig machen, damit das Plastik nicht einreißt. Jetzt kann man ganz gut sehen, dass die Löcher gut verteilt sind und tatsächlich nicht eingerissen sind. Da freue ich mich. Ich befülle das auch extra hier unten auf dem Boden, weil das nicht so stabil ist, dass man es später runtertragen könnte. Vermute ich zumindest, weil mir die erste bereits kaputt gegangen ist. Ich mache die Streifen jetzt noch ab. Ich wollte die Streifen jetzt abmachen, aber das ist gar nicht so einfach. Die Mühe spare ich mir jetzt. Ich lasse sie einfach drunter, das stört ja keinen. Diese Schale ist 15 cm hoch. Ich habe mir überlegt, zu ein Drittel, also 5 cm, befülle ich die jetzt mit Blähton. Den zeige ich euch auch. Der sieht so aus. Den habe ich hier links im Karton stehen. Und
Das mache ich jetzt auch. Jetzt, dass das so 4 bis 5 cm gefüllt ist. Eine Schippe mache ich noch. Durch den Blähton und die Löcher staut sich das Wasser jetzt nicht. Das ist gut. Jetzt kommt hier Vlies drüber. Ob man das machen muss, weiß ich nicht. Aber ich wollte das ganz gerne, wenn ich den Blähton später dann nochmal benutzen möchte, vermischt sich der nicht so mit der Erde. Ich hatte Glück, dass meine Schwester noch welchen hatte. Deswegen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie teuer der ist. Aber ich kann euch den einmal zeigen. Anti-Unkrauttuch. Ja, Unkraut wird hier nicht durchkommen. Aber mir geht es halt um die Trennung von dem Ton und der Erde. Das ließ sich schon mal sehr gut schneiden. Ich mache das jetzt sehr großzügig und schneide später die überstehenden Kanten ab. Jetzt kommt auch schon die Blumenerde drauf. Hier hinten könnt ihr sehen, dass ich noch nicht bis zum Rand bin. Also ich möchte ungefähr bis 1 cm unter den Rand gehen. Das heißt, ich packe jetzt von der zweiten Erde auch noch etwas drauf. Ich drücke das jetzt ein bisschen an, weil die Erde ja sowieso noch weiter zusammenpappen wird. Wie ich schon sagte, habe ich diesen Schattenrasensamen genommen und dann hatte ich mir überlegt, wie ich den am besten verteilen kann, ohne dass auf einer Stelle zu viel ist und auf den anderen zu wenig. Ihr kennt ja meinen Magic Max, der hat auch so einen Streuer oben, das habe ich vorhin schon mal ausprobiert und wie ihr sehen könnt, man kann wie beim Kochen wunderbar dosieren. Jetzt könnt ihr das ganz gut sehen. Ich habe den Rasen jetzt drauf verstreut. Ich hoffe, von der Menge ist das okay. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke den jetzt noch an, so wie man das ja auch draußen beim Rasensehen machen würde. Ich werde den jetzt noch richtig andrücken und leicht befeuchten mit so einer Spritzwasserflasche. Dann schneide ich den Rand noch ab und dann heißt es warten. Noch ein bisschen nachwürzen. An den Stellen, wo ich denke, dass noch was fehlt. Bei dieser Unterbettschublade ist auch immer so ein Deckel dabei. Und ich überlege, ob ich den im Anfang nachts noch drauf mache, damit es nicht zu kalt wird. Jetzt heißt es erstmal abwarten und schauen. Jetzt schneide ich noch das überflüssige Vlies ab. Wir sind jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt zu diesem Video jede Woche eine neue Folge drehen, damit man dann auch den Fortschritt sieht. Und die Katzen sind sicherlich auch neugierig und wenn die zwischendurch dann mal da schauen, was da passiert, filme ich das auch. Das wird bestimmt ganz lustig. Ich bin jetzt heute angefangen, auf dem Samstag. Das heißt, ich werde die wöchentlich drehen, also immer jeden Samstag, dann wisst ihr schon mal, wann das nächste Video kommt. Viel Spaß damit! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like. Ihr könnt es gerne kommentieren, teilen und wenn ihr Ideen habt, schreibt sie rein oder wenn ich irgendwas drehen soll, wie ihr das möchtet. Bis bald, eure Sophie!